Promi-Corner. Peter M.K. Güttenberger begrüßt Sie beim Promi-Corner, ein Format, in dem ich besondere Menschen vorstelle. Persönlichkeiten, die es wert sind, in der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Gefällt Ihnen dieses Video, bitte Daumen hoch. Gefällt es Ihnen nicht, bitte zweimal Daumen nach unten. Heute begrüße ich Helmut F. Powerfrog, Helmut Fröschl. Bevor wir mit unserem Interview beginnen, der erste Titel aus seiner CD Memories, Cottonfields, ein Klassiker. I was a little pretty baby, my mama would rock me in the cradle, in the old cottonfields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from the Texarkana, in the old cottonfields back home. When the cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in the old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in the old cotton fields back home. When I was a little pretty baby, my mama would rock me in the cradle, in the old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in the old cotton fields back home. Ich freue mich heute, eine YouTuber-Pop-Legende, so wird er in YouTube genannt, aber er ist auch in Natur natürlich nicht nur in YouTube eine Pop-Legende, Helmut Fröschl vor das Mikrofon bekommen zu haben. Servus, Helmut. Ja, hallo. Also alles liebe Grüße ans Radio Frequenz, wo ja meint, dass die Sendung ausgestrahlt wird. Nicht? Jawohl, du, wir hören dich und sehen nicht, aber wir hören dich in Radio Frequenz. Ein paar Sachen, die mich interessieren von dir. Ich habe so also ein bisschen recherchiert. Mhm. Mit 13 Jahren hast du schon mit dem Gitarrenunterricht begonnen. Ja, ich war das Kind einer Lehrerin und da ist damals die Frage hat sich gar nicht gestellt, ob man Instrument lernen will oder nicht, sondern welches Instrument, Geige, Klavier oder Gitarre. Also gezwungen oder hast du es auch gern gemacht? Nein, am Anfang war es schon ein bisschen ein Zwang, ein leichter. Und ich habe dann das Pech oder Glück gehabt, dass ich eine klassische Gitarrenlehrerin gehabt habe, die eben halt viel klassische Gitarre beigebracht hat. Eine gute Basis. Und ne? Die ersten 4-5 Jahre habe ich nur klassische Gitarre, also Chopin, Bach, Beethoven, Beethoven nicht, aber Mozart auf und runter gespielt. Okay, okay. Bis man halt dann drauf kommt, dass es was anderes neben dem auch gibt auf der Gitarre. Na und dann ist der nächste Sprung, 2 Jahre im musischen Gymnasium in Salzburg. Das hat dich sicher ordentlich weitergebracht, nehme ich an. Ja, vor allem, das war das musisch-pädagogische. Wir haben dann viel Leute, viel zum tun gehabt mit Leuten vom Mozarteum und da habe ich wieder die Klassik eingeholt. Nicht? Mhm. Ich habe damals so zwischenzeitlich meine ganz große Liebe zu, vor allem zu Mozart und Richard Wagner entdeckt nicht? Und habe damals viel Opern gehört. Nicht? Und auch da in musikalisch gesehen waren immer zwei Herzen in meiner Seele drinnen. Das eine war Bluesrock, das ist das amerikanische. Okay. Ganz wichtig natürlich, dass ich mit 11 Jahren, glaube ich, schon Bob Dylan entdeckt habe. Nicht? Das ist ja meine riesengroße Liebe. Vorbild, genau. Ja, nicht? Sehr gut, ja. Aber natürlich hat das Zweite, das ganze Klassische und der ganze Kontakt da zu Mozarteum, Salzburg und so weiter, das nicht geschadet. Nicht? Man hat da schon einen gewissen Schliff gekriegt. Ich hoffe natürlich, Helmut Fröschl hat sich an dem Gymnasium lustig ausgelebt und dazu passend der Titel Ausgelebt. Weißt du noch, die Nächte lang geredet, weißt du noch, die Zimmer voller Rauch,
den Abend totgeschwiegen und immer noch eins drauf. Es waren die Stunden viel zu kurz. Ich war traurig, ich war einsam, ich war unten und noch oben. Die Zeit verging wie im Flug. Ich war fertig, ich war glücklich, ich war kindlich, ich war widerlich. Den Traum nach Freiheit ausgelegt. Hörst du noch die Spießer in den Häusern? Hörst du noch die Lieder meiner Zeit? Und wirklich nie gedacht, den Spaß dran zu verlieren, auch wenn's andere nie kapieren. Ich war traurig, ich war einsam, ich war unten und auch oben. Die Zeit verging wie im Flug. Ich war fertig, ich war glücklich, ich war kindlich, ich war widerlich. Den Traum nach Freiheit ausgelebt. Den Schluss gemacht, gelacht und auch gequält. Der Narr in mir war riesengroß. Den Tag zur Nacht gemacht, das Leben nie kalkuliert und nie vom Anstand fasziniert. Ich war traurig, ich war einsam, ich war unten und noch oben. Zeit verging wie im Flug. Ich war fertig, ich war glücklich, ich war kindlich, ich war widerlich. Den Traum nach Freiheit ausgelegt. Als nächstes als junger Bub, kann ich sagen, als Wienerisch, als Bub, mit 15 Jahren hast du gesagt, so und jetzt mache ich eine Rockband, wir sind die Rocker. Naja, es war da sagen wir es einmal so, was man heute eigentlich in Lietzen etwas abgeht, es war damals eine Szene in Lietzen, nicht? Und wir waren die jüngere Generation, die ältere Generation, die haben sich jetzt viel mehr mit Jazz, solche Sachen befasst. Und wir waren halt damals die jungen Buben, und da hat es im Wesentlichen zwei Bands gegeben, die mehr oder weniger gute Leute dabei gehabt haben, aber keiner hat dann recht Erfolg gehabt, der eine nicht und der andere nicht, bis dann die glorreiche Idee geboren wurde. Man gibt die besten Leute zusammen und macht eine Band, also die zwei Bands. Okay, man mischt das. Also man mischt das, nicht? Hat natürlich einen gewissen Stunk hinterlassen bei gewissen Leuten. Aber wir haben dann letztlich dann Slave gegründet, nicht? Mhm. Und der ganze Erfolg von Slave war eigentlich mehr oder weniger eher zufällig. Mhm. Also das habe ich gerade, du hast mir vorgegriffen, also mit 17 Jahren warst du Gründungsmitglied der Rockgruppe Slaves? Ja, genau. Und Leadsänger wahrscheinlich, genau. Oder vorne Leadsänger? Ja, genau, ich war Sänger nicht und der Gitarrist nicht. Allerdings hat dann die Band zusammengesetzt aus dem Krumpfus Herwig, aus dem Schönbaul, der damals schon eine Legende in der Gegend war. Bass, Schlagzeug waren immer ein bisschen wackelig bei Slave, die uns letzten Endes dann viel Substanz und Energie gekostet haben. Und ich glaube auch aus heutiger Sicht, mit fast 40 Jahren Abstand, das war das, was die Band letztlich dann umgebracht hat, weil wir immer instabile Besetzungen bei Schlagzeug und Bass gehabt haben. Wobei das sehr wichtig sind für den Rhythmus. Genau so ist es, ja genau. Haben doch eine tragende Rolle, nicht nur, dass die Instrumenten tragen, aber sie tragen. Ja, okay, das ist in zweierlei Hinsicht. Und das Interessante bei Slave war vielleicht, das ist das, was man immer dazu sagen muss, die Mischung hat es ausgemacht, und zwar der Schönbaul, nicht? Der ist vom
klassischen Bluesrock gekommen, also Rory Gallagher, Elvin Lee, die Partie. Okay. Der Herwig eher von der rocktechnischen Seite, sage ich jetzt einmal, Richard Blackmore, also die Purple, und ich bin vom Folk gekommen, vom Bob Dylan, ich bin mit der akustischen Gitarre da gestanden. Mhm. Und aus der Mischung hat man dann irgendwas zusammen dran müssen. Und genau die Mischung ist dann eigentlich entstanden. Nicht? Also, Sie sehen natürlich alle unsere Fans, das waren ja wir auch, also 1999 Rolling Stones Revival Band. Also, da hast du gesagt, diese hat dann, war es nicht die Beatles-Fans, sondern eher die Stones-Fans? Ja, das schon immer nicht. Die und Beatles waren die Braven. Oder was? Die Beatles waren die Braven, die Stones waren die Lausbuben, nicht? Und dann ist eigentlich die Rolling Stones Revival Band, war eigentlich auch eher ein Zufall. Ich meine, da hat zuerst der Uli Berg gespielt, und dann hat mich der Herwoldsheimer angerufen, der Ronin, und hat gesagt, sie brauchen einen zweiten Gitarristen, sozusagen, sie brauchen einen Ron Wood, brauchen sie. Der Pep Schiandrasitz hat damals in Keith Richards gespielt. Und ich habe damals keine Jobs recht gehabt und auch keine konkrete Band. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Okay. Und muss man dann schon dazu sagen, ist dann letztlich am Alkohol gescheitert. Allerdings nicht meinerseits, sondern eher vom Sänger her. Also vom Jumping Jack Flash habt ihr schon gespielt. Ja, freilich, selbstverständlich. Also die ganze Nummer auf und ab. Genau, ich weiß nicht, wie das heißt, was das als Gitarrist dann diese ganze Nummer, da wieder Weißt du, wenn es ein Ja, genau, ja. Alle Honky Tonk Woman. Die habt ihr alles durchgezogen. Ja. Und die Blues natürlich auch, weil die haben ja wahnsinnig schöne Blues gehabt. Ja, klar, das war immer mein ganzes Leben, ist mein ganzes, also modernes, also oder musikalisches Leben war immer der Blues war die Basis, immer. Okay. Egal, was ich gemacht habe. Ne? Also bevor ich jetzt wieder schimpfen kriege, aber trotzdem darf ich dich als Austropopper auch nennen. Ja, freilich. Also der Helmut Fröschl, auch Austropopper, weil ihr spielt natürlich von... Nein, erst einmal kriegst du den Schimpf, weil es auch so ist, und ich habe ja die Entscheidung für mich selber getroffen, seitdem ich allein ich sozusagen mein Ding mache und halt mit verschiedenen Musikern zusammenspiele, dass ich gesagt habe, auch meine eigenen Lieder, ich mache nicht mehr deutsche Nummern, weil ich einfach ein Österreicher bin und ich bin kein Amerikaner und ich bin ja kein Bob Dylan und ich bin ja kein Muddy Waters. Ich meine, obwohl mir die Typen mir nicht gut gefallen, aber ich habe dann einfach back to the roots, mit der deutschen Sprache kann ich umgehen, mit der amerikanischen Sprache kann im Prinzip, ich weiß zumindest kein Österreicher, der umgehen kann damit. Richtig. Und natürlich in jungen Jahren bei Slave, da haben wir Englisch gesungen, das war eine andere Zeit, das war was aber anderes. Das war nicht in, genau. Das war nicht in, wir müssen Englisch singen. Genau, nicht. Und wenn es dann, wie es das eine Lied von der Heimat, also von dem Lassing-Grubenunglück, was da war, nicht, wenn solche komplexen Themen in ein Lied aufarbeiten, so ist der Mann, mein Englisch ist aufgeschmissen und ich kenne aber auch keinen, der das Englisch braucht. So rüberbringt. Aber es war einfach, und sie ist auf der Benefiz-CD von Lassing oben, allerdings wir haben es dann in einem anderen Studio nur mehr aufgenommen und dann war es doch ein Erfolg. Stumm die Zeit, die Nacht wird still, der Rummel ist vorbei. Die Leid sind weg, die Schmerzen bleiben, vielleicht muss das so sein. Doch die Ruhe ist manchmal viel zu laut. Offene Wunden, nicht einmal eine zarte Haut. Heimat, du warst alles, alles für mich. Mein Herzschlag, mein Leben, was da nicht ohne dich. Der Rest, der bleibt alleinig und ganz stumm. Das Unrecht will zum Himmel schreien, es ist noch ziemlich jung. Doch was jung ist, wird wachsen und groß werden. Und irgendwann die Verzweiflung ausgeblähen. Heimat, du warst alles, alles für mich. Mein Herzschlag, mein Leben, was da nicht ohne dich. Kommt es wirklich immer anders, als man denkt? Ist es Gottvertrauen, was uns dabei lenkt?
Aber wie soll es anders sein, es alles zu erklären. Die Wahrheit glaub, aber die Wahrheit ist so fern. Es kommt die Nacht, Gedanken grüllen sie in dir. Und wie a Ketten ziehst du zusammen als wir. Doch die Kinder sind geboren worden, um zu leben. Sollst auf ihre Fragen eine Antwort geben. Heimat! Du warst alles, alles für mich. Mein Herzschlag, mein Leben, was da die ohne dich. Heimat, du bist alles, alles für mich. Mein Herzschlag, mein Leben, was da die ohne dich. Heimat. So, natürlich ist das Plaudern mit Helmut Fröschl, da könnte man wahrscheinlich Stunden der Sendung füllen, was er alles erlebt hat, weil er ist immer, ja. Wie lange am Markt als Musiker? Ja, 40 Jahre. 45 Jahre. 45 Jahre, also wie gesagt, da könnte etliche Sendungen füllen. Mhm. Er hat aber auch eine tolle CD auch, Memories, so kann ich gerade sehen. Zum Beispiel der Titel Wenn du lachst. Warst du da zum Lachen zumute oder was war das für ein Titel? Damals schon, das Lied habe ich für eine Freundin geschrieben, zum Geburtstag. Okay. Und das Lied haben sie oft im Radio gespielt und war auf Powerplay, glaube ich, auf der Antenne und auf Grün-Weiß. Okay. Und muss ich aber sagen, würde ich nie wieder tun. Also das Lied eng auf eine Person, war ein Fehler. Okay. Hat sie mir nicht gelacht darüber, das Mädchen, oder? Ja, damals hat sie schon gelacht, ja, aber dann habe ich nicht gelacht. Dann hast du nicht mehr gelacht. Aber es ist trotzdem eine hörbare deutsche Nummer. Ja, wir spielen es auf Radio Frequenz, ja, natürlich, dass die Hörer auch ein bisschen mitfühlen können. Genau, ja. Und sagen, vielleicht mache ich das auch das nächste Mal. Ja, oder ja, doch nie. Vielleicht eher ja. Nicht, ja. Passend zum ersten Titel seiner CD Memories, Wenn du lachst, sehe ich, dass Helmut Fröschl gut aufgelegt ist. Gieß dich, wenn du lachst, die Sorgen vergessen machst, dein Streuen in die Augen, kaum zu glauben. Ich riech, wie du riechst, und es tat mir ganz schier. Wenn ich dessen nimmer hätte, dann wär's zu spät. Aber das ist nicht drin bei mir, weil ich bin auf der Welt, dass ich die vier immer geschirr. Komm, es ist Zeit. Für immer und heut. Ich nimm deine kleine Hand und druck's ganz fest zusammen. Und nimm die ganz zart wieder auf eine große Fahrt. In alle Ewigkeit mit dir als Kapitän. Eine Reise ins Glück, wo ich alles vergiss. Zu einem Platz auf der Welt, wo nix als Liebe ist. Du bist mein Alles, bist mein Leben. Und war der Weg oft schwer zu gehen. Jeder Tag ist gleich jung wie ein kleines Kind. Jede Nacht so warm und voller Stern. Was kennst denn Schönes gehen? Lass mich nur manches Mal deine Augen sehen, doch kommt der Regen.
jeder vergeht, weil ich werd wie Raffösen in der Brandung stehen. Und noch sechs Tag wird's schöner werden, weil sieben Nächte werden den Besen Tramok werden. Jede Nacht so warm und voller Stern, was kennst denn Schönes geben, dass mich nur an manches Mal in deine Augen sehen. Du bist mein Alles, bist mein Leben und war der Weg auch schwer zu gehen. Jeder Tag ist gleich jung wie ein kleines Kind. Jede Nacht so warm. Was haben wir denn da noch Schönes? Duran Duran, was war denn da? Nein, es ist Duran Run, das ist Duran. Von den Crystals. Das ist Duran Run. Ja, genau. Okay. Da haben wir, ja, wir haben da ein paar Covernummern aufgenommen, eher im Unplugged-Stil auch. Mhm. Da war dabei der Bucke Höfer und der Mischa Lemmerer und der, ja, und der Bassist aus Graz, fällt jetzt der Name nicht ein. Mhm. Und da haben wir einfach ein paar auf Unplugged-Basis oder auf Unplugged-Feeling ein paar Nummern aufgenommen, die man dann, wie gesagt, die CD heißt Memories, und es ist eine zusammengewürfelte CD von vielen Sachen, die ich erlebt habe. Und das war ja gerade die Zeit, wo wir mit Unplugged viel gemacht haben, und da sind immer ein paar Nummern noch. Für alle Radiofrequenzhörer, Unplugged heißt nichts anderes, jetzt zahlt den Stecker raus von der Gitarre. Ja, genau. Und also, es klingt ein bisschen anders. Ja, geplagt haben wir uns gleich, ja, also, ja. Aber sonst was Unplugged. Wenn man sich ordentlich plagt, dann nennt man das Unplugged. Ja. Ja, das Dirty Old Town ist dasselbe, das ist ein englisches Traditional, was wir da aufgenommen haben. Cotton Fields, war das nicht Udo Jürgens Nummer? Auch, ja. Auch Udo Jürgens als Abbau, ja, das ist ein Klassiker. Sie ist ja John Fogerty, und das ist ein original, altes, amerikanisches Traditional. Nicht? Und was natürlich interessant ist, nach der Nummer, wenn du lachst, kommt dann die Nummer, komm, lass es sein. Ja, auch das habe ich für eine Frau geschrieben. Ich meine, warum denke ich da drauf? Ja. Wie viele Musiker haben nicht das Lied für eine Frau geschrieben? Gut, dass wir die Frauen haben, sonst gab es die Hälfte weniger Lieder. Nicht? Ja. Allerdings, das war für eine Verflossene. Das ist ein ganz ein trauriges Lied, und da arbeitet man halt seine Vergangenheit. Arbeitest du jetzt an der Nummer, ich mache es jetzt allein? Nein, also das ist noch nicht im Problem. Nein, aber es war gut, wenn man so eine Nummer hätte. Ja. Unsere Frequenzhörer haben natürlich ein Anrecht, diese Nummer, die du auch für eine Frau geschrieben hast, sich anzuhören. Die Nummer heißt Komm, lass es sein. Der Trauerblick im Forschungsquam ist irgendwie mit dir verwandt. Das Wiedern wirklich Wiedern kam, was mir nicht glaubt, für Jahre lang. Jetzt wirst du sicher besser haben, wie es weitergeht, während deine Freund dir sagen. Ein Gefühl, das nie zum Gewinnen war, total verspült, wie am Bazar. Gerät mir doch jetzt nichts mehr rein, die Geschichte ist aus, komm, lass so sein. Himmel lacht.
schöner Morgen macht manchmal mir der warme Sonnenstrahl schon gespielt. Ein Gefühl, das nie zum Gewinnen war, total verspielt wie ein Bazar. Gerät mir doch jetzt nichts mehr rein, die Geschichte ist aus, komm lass so sein. Gemacht, dass du dich richtig ausgelebt hast. Es gibt einen Grund, warum ich das jetzt erwähne. Ja, es sind viele Sachen passiert, die man vielleicht jetzt im Radio nicht gerade sagt, das ist schon richtig, ja. Dann spielen wir seine Nummer ausgelebt von Helmut Fröschl. Das müssen wir uns auch noch unbedingt naja, anhören. Sicher, ich meine, das, du musst das, speziell wenn du jung bist, ich meine, das, du musst das mit Herzblut machen und das machst du zwangsläufig, nicht? Und dass du das hast du in dem einen Lied die Nacht zum Tag gemacht, das war keine Seltenheit, nicht? Und es ist ja alles die Pubertät, die Musik, der Druck, der öffentliche Druck, das doch ein bisschen in das Dasein ein bisschen einschnuppern können. Ja. Und das alles zusammen erzeugt nämlich eine ganz eigene Atmosphäre, nicht? Und in dem wir als im Prinzip als junge Lieds der Buben da reingewachsen sind, nicht? Der Helmut Fröschl hat eine sympathische Stimme, er wird also bei den Frauen von Radio Frequenz natürlich jetzt sehr gut ankommen. Er hat aber, glaube ich, den Joker schon gezogen, also du bist also vergeben, aber nicht mehr am Markt. Ja, das kann man sagen. Ja, also ich meine, ich habe jetzt doch lange hin und her, habe jetzt sozusagen meinen Hafen gefunden, okay. Den Hafen der Ehe im Übrigen sogar, nicht? Okay, fein. Und das schon seit knapp 3 Jahren. Okay. Und also von der Seite her ist jetzt schon der Powerfrog ziemlich brav, bieder, ruhig und gesittet worden. Also das Lied vom Powerfrog, The Joker? Ja. Ja, das ist nicht von mir, das ist eine Covernummer ebenso vom Steve Miller Band. Okay. Und auf der Memories CD, also die ich jetzt da mitgebe, das, ja. Ist, das hat vielleicht deswegen einen historischen Wert, weil da der Pep Chiandrasitz Gitarre drauf spielt. Und der spielt auch bei dem Hutsche Kutsche Mensch, spielt der die Solo-Gitarre. Okay. Und das ist deswegen vielleicht wichtig zum Anmerken, weil den kennt zwar keiner, aber es kennt ihn doch jeder, weil der hat das Fürsten für geschrieben für SDS. Okay, danke. Und das, und das war lange mal Gitarrist in der Band. Geilen Sound. Ja, seine Karriere war in Deutschland mit Guru Guru. Mhm. Artwork-Band, die haben Installationen gemacht und der Nani Neumeier, der Postferner war, eine ziemlich verrückte Person, verrückt im übertragenen Sinn, und ist dann nach Österreich zurückgegangen und hat dann mit dem Schiffi zusammen das Fürstenfeld geschrieben, am Anfang nur auf Englisch, weil das war Englisch, das Fürstenfeld ursprünglich, nicht? Ja. Schiffi hat dann einen deutschen Text dazu gemacht und der Rest ist Geschichte. Geschichte. Und, aber der, dieser Pep Chiandrasitz, der ist wohnt in Ilz, in Fürstenfeld, nicht? Und der ist also in der zweiten Reihe sozusagen für Austropop eine ganz, ganz, ganz wichtige Person. Nicht? Das finde ich sehr lieb und sehr sympathisch, dass du auch für andere Musiker nicht nur Werbung machst, sondern auch die positiv besprichst und nicht losgehst, wie man es bei vielen hören. Das zeichnet diesen Menschen Helmut Fröschl auch wieder aus. Ja, Lob der Musiker, genau, das war das, dass der Helmut Fröschl keine Hexenjagd betreibt auf andere Musiker, sondern ja, da gibt's total positiv spricht. Die Hexenjagd ist eine lustige Geschichte. Insofern, das ist eine CD, das ist ein Titel von der. Das ist ein Titel, ja, das habe ich selber geschrieben, das Lied. Und zwar ist es folgendes, es ist schon 20 Jahre aus, da hat mir der Bürgermeister von Liezen gesagt, Helmut hat gesagt, ich soll ein Lied über Liezen machen. Ein Lied ist ein Lied, nicht? Und da war natürlich eher angedacht, so was Hymnenhaftes und wie schön, dass diese Liezen denn sei. Und da hat er mich noch 2, 3, 4 mehr angesprochen drauf und ich habe überlegt und mir ist buchstäblich nichts eingefallen, gar nicht. Und auf einmal habe ich es dann gehabt, nicht? Und das hat der Kassen Hexenjagd, nicht? Der Bürgermeister weiß es bis heute noch nicht, dass es zwar ein Lied gibt, aber was. Sind es noch Freunde oder was? Nein. Ja, Freunde sind wir schon noch nicht. Er weiß es bis heute noch nicht, aber das Lied kannst du unmöglich natürlich als Liezen ein Lied verkaufen. Aber ich habe auch in dem Lied wieder die ganze
kleine Spießbürgerlichkeit von einer Bezirkshauptstadt erwähnt und aufgearbeitet. Nicht? Hast schon gehört, der Max ist geschieden, dieses Wissen macht zufrieden und die Pleite vom Friseur, meist eben sein Leben schwer. Ein bisschen in den Kakao gezogen, aber... Es war auf jeden Fall ist es kein Ruhmeslied auf Fliezen, das ist es eher nicht. Nein, das ist, wird mir nicht gelingen. Und schon wieder ein wunderschöner Titel von unserem Helmut Bauerfrog F. aus seiner CD Memories, Hexenjagd. Passend vielleicht zu dem Stunk, den es damals gegeben hat, aber das ist schon über 40 Jahre her und lang vorbei. Bin froh, der Tag beginnt. Ja, dass die Kasse wieder stimmt. Kaffee klatsch im Stadtcafé. Ja, mei, tut mir mein Zecherl weh. Hast du gehört, der Max ist geschieden. Dieses Wissen macht zufrieden. Ja, und die Pleite vom Friseur. Mei, ist dem sein Limit schwer. An jeder Straßenecken sieht man Hälse, die sich recken. Und erzählt nach alten Sitten. Nur wer die Frau darf doch bitten. Was es ist schon halber zehn. Ich wollte noch in die Kirchen gehen. Schaut auf gar keinen Fall, weil ich in den Himmel soll. Hexenjagd in unserer Stadt, die Schwächsten sind da sehr gefragt. Die nicht zuschlagen und sie nicht wehren, sich zu Guten hinbekehren. Und das ist wichtig. Mein Leben lebe immer richtig. Kinder, die zu zweit studieren. Was kann mir da heute passieren? Trautes Heim und so viel Glück. Mach immer mit viel Geschick. Mitleid habe ich nur ganz mäßig. Irgendwann ist alles lästig. Hexenjagd in unserer Stadt. Die Schwächsten sind da sehr gefragt. Die nicht zuschlagen und sie nicht wehren. Sich zum Guten bekehren. Ich hoffe, dass du jetzt deinen Frieden gefunden hast. Also nimm deinen Frieden, erklär mir das, nimm deinen Frieden. Was meinst du mit diesem Lied? Das ist relativ einfach zu erklären. Und zwar, weil ich relativ schnell so gemerkt habe, dass ich auf der Welt, ob das jetzt enge Bekannte, Verwandte oder Entfernte sind, und sei es im Geschäft, sei es irgendwo, dass da so viele Leute immer versuchen, dir Glauben zu machen, sie müssen da deinen Stempel aufdrucken und die müssen erklären, wie das Leben geht. Nicht? Okay. Da gibt es eine zweite Nummer, die ist da nicht oben, die heißt, was soll ich dabei? Und das habe ich dann auch einmal aufgearbeitet, dass ich mir gesagt habe, okay, mach du dein Ding, ich mach mein Ding, okay. Aber erklärt es mir nicht dauernd, wie das Leben geht, in dem Sinn, wo eh jeder sein Pinkel zum Tragen hat und, ja. Und wer kann, wenn andere schon erklären, wie das Leben geht. Zieh meine Schuhe an und geh damit und dann erklärst du, wie das Leben geht. Und das willst du tun und das darfst du nicht tun und das siehst du politisch falsch und das siehst du wirtschaftlich falsch.
falsch. Ich meine, diese Tanten kommen, ich meine, okay, wir sind in Gottlob in einer freien Gesellschaft und jeder kann seine Meinung haben, aber, okay, aber ich bin es einfach zu lang. Ich meine, jetzt eh, in meinem Alter ist jetzt auch das Problem nicht mehr so stark, aber speziell, wenn du jünger bist und immer die Leute versuchen zu erklären, wie das Leben geht. Das fängt im Kleinen bei den Eltern an, bei der Mama und beim Papa fängt das an. Sollte aber aufhören. Sollte sich dann irgendwann nicht mehr aufhören. Nicht? Und wo ich dann gesagt habe, macht euch ein eigenes Ding. Oder bei Asos, das Paradebeispiel bei der Musik, nicht? Jetzt, den gefällt der El Giraud zum Beispiel nicht, jetzt muss er mir auch gefallen. Nein, muss er nicht. Muss nicht. Richtig. Genauso wie wenn mir der Bottillen gefällt, dann muss das nicht dir oder den anderen auch gefallen. Nein, muss nicht sein. Ja, lebe ich jetzt gerade selber, ich habe es auch Titeln rausgebracht, ja, und dann sagt er, das ist furchtbar. Ja. Und der andere sagt, ja, das ist schwarz-weiß und das, ja, gefällt mir. Sag ich, okay, wem es gefällt, der soll, ja, anhören, ja, und wer nicht, da, ja, gibt es diesen typischen Knopf zum Ausschalten. Ja. Ich hab nie den Anspruch gestellt, das fängt bei meiner Stimme an, über meine Titel, über mein Gitarrenspiel und alles, okay, was, und auch über das Geschäft, dass ich gesagt habe, ich habe nie einen Anspruch gestellt, dass ich das richtig mache. Ich kann nur sagen, ich kann das und das in meiner Umwelt anbieten, weil er von dem lebt letztendlich, das ist eine wirtschaftliche Geschichte. Und wird das angenommen, ist gut, freut es mich, wird es nicht angenommen, kann ich auch nichts machen. Also diese Einstellung gefällt mir irrsinnig gut. Und das ist auch ein wunderschönes Schlusswort, ja, bei Radio Frequenzhörer. Vielleicht leben andere auch so, da haben sich auch selbst jetzt ein bisschen bei der Nase genommen und gesagt, ja, mir geht's auch so oder, ja, ich bin auch so. Ich bedanke mich bei Helmut Fröschl, dass er sich die Zeit genommen hat, die Radio Frequenz ein bisschen mit mir zu plaudern. Wir werden deine Nummern spielen und werden an dich denken und freuen uns, wenn wir wieder von dir hören. Okay, Servus. Und irgendwann gehen wir vor Bier. Servus. Gut, tschüss. Das war unser Format Promi-Corner. Und nicht vergessen am Schluss, wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch, falls nicht, zweimal Daumen nach unten. Tschüss und auf Wiedersehen.